So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS. So, wir machen mal ein bisschen Musik hier. Und dann schauen wir mal auf Liga-Händler. Ah, nee, halt. Ich habe nochmal hier. Habe ich wieder alles zurückgezahlt. So. Was gibt's hier denn bitte alles? Achso, die haben nur diese Flachflieger. Oh ne. Finde ich schon genauso an wie Krone. Ah ne, guck mal, die leuchten komplett. Bei Krone leuchtet dann nur das, was jetzt hier schwarz wäre. Oder dunkel wäre. Ist aber echt nur dieser. Ah ne, guck mal, gibt's auch noch viel. Auch noch länger. Na, ah, ist ja schon brauchbarer Auflieger. Ja, ich glaube, offen sieht fast besser aus. Ich meine, kann man sogar schon schön unten reingucken, ne? Da sieht man jetzt Technik. So nicht. So schon. Das ist nur die eine Farbe? Hä? Wait. Aber hier gab es auch mehrere Auswahlen. Guck mal, hier gibt es auch das ganze in Rot. Ah, okay, jetzt gibt es den Auflieger einmal als Stahlvariante, einmal als Aluminiumvariante. Okay, verstehe. Nee, hä, ist auch Aluminium. Warum machen die nicht beides zum gleichen? Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Vor allem die kosten auch genau gleich viel. Hä? Da macht ja gar keinen Sinn. Oh, guck mal, aber dem ist auch mit vier Achsen. Okay, also doch ein etwas anderes Modell. Genau, die Dinge nämlich nur bis drei Achsen. Okay, jetzt ist das auch nochmal ein extra Modell. Das ist natürlich ein bisschen sehr unübersichtlich gemacht. Baureihe in Renew. Brilliance. Okay. Na gut. Um den Unterschied zu verstehen, müsstest du dich wahrscheinlich damit mit der Firma an sich aus. Auch Forceline. Müsstest du dich dann wahrscheinlich mit der Firma an sich auskennen. Oh, der hat doch noch die drei Farben. Digga, was hast du für Musik hier? Oh, der hat ein paar mehr Varianten.
Not bad. Ja, aber im Allgemeinen nicht so konfigurabel. Mal gucken, was raus die genau gleichen. Sieht zumindest sehr ähnlich aus. Wow. Kann sein, dass es die gleiche Firma ist. Weil ich meine, hier diese Krone auf dem P und dem G lässt schon vermuten, dass die beiden Firmen zumindest zusammen gehören. Ja, ist auch hinten die Front, ist alles gleich. Auch das Symbol hier hinten ist genau das. Ja, wow. Prestige, Ladekick, was ist? Ja, auch die Modelle heißen genau gleich. Wow. Aber hier zweimal die gleiche Firma. Doch sehr interessant. Jo, das heißt, dann lassen wir davon schon mal die Finger weg. Weil, hässlich und so. So, was gibt's denn hier? Den wollte ich mal angucken. Und ich würde gerne so einen und vielleicht so einen holen. Wobei ich überlege, ob wir den nicht als flaches Modell holen. Wobei das ist natürlich die Frage, was haben wir eigentlich alle schon? Genau, wir haben zwar einen flachen, aber nur als einteiligen. Erstmal natürlich Kühlbox, ganz klar. Da so einen dreiteiligen. Mit dem können wir also schön viel Fracht transportieren, was so, also Obst und so ein Scheiß. Ganz ehrlich, bei dem amerikanischen. Dadurch, dass es sowieso alles chrom ist, sieht doch das gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Ich meine, die kostet natürlich doch ordentlich. 36.000 Euro. Für einen einzigen. So. Alter, guck mal den Preis vom Auflieger an, Alter. 300.000 Euro, ja moin. Das ist nicht gut. Oder selbst das muss ich bei ihm Auflieger einfach machen. Anstrengend. So, da unten würde ich gerne einfach. Ja gut, okay. Ne, da brauchen wir gar nicht. Halt, da kommt doch immer noch irgendwelche Kisten ranschrauben oder sowas. Aber nö. Stauraum gibt's hier nicht. Außerdem halt im Auflieger selber. So, erstmal hier Long Vehicle, was an der Stelle auch super Sinn macht. Na, ich glaube, mit der Tür würde ich fast lassen. Ich meine, man könnte überlegen, das hier zu nehmen. Aber ich glaube, das hat einfach mehr Sinn. Ich meine, das Schöne ist halt, gut, das könnte man überlegen, aber das ist mir tatsächlich zu viel Glitzer. Das Schöne an diesen Rolltoren ist halt, wenn du diese Rolltore, wenn du die Seitentür hast, dann musst du halt, bevor du bei der Auflage, bei der Verladestelle komplett ranfährst, musst du die Dinger erstmal aufmachen, weil wenn der Auflieger komplett dran ist, dann hast du halt da hinten keinen Platz mehr. Das heißt, du kannst den nicht da hinten wegklappen. Dadurch, dass das Ding aber nach vorne rein öffnet, kannst du die Dinge auch öffnen, wenn der Auflieger komplett an der Verladestelle dran steht. Aber trotzdem, das ist das Klassische. Bei dem bleiben wir. Ja. So, Beleuchtung ist auch gut. Ja. Lackierung würde ich echt einfach weiß lassen. Ich meine, das geht ja eh nicht. Und da will ich ihn wirklich einfach weit lassen. Dann kann man hiermit ordentlich Fracht transportieren. Was ist das hier? Warum ist der Schaltschrank offen? Leute, was ist los hier? Arbeitssicherheit und so. Die Frage ist, sollen wir uns halt sowas holen? Vor allem, wenn es halt 300.000 kostet. Was halt schon eine ordentliche Summe ist.
Ich bin ein bisschen. Ich glaube, das ist einfach too much. Das macht nicht wirklich Sinn. Es ist einfach too much. Dann noch vielleicht eher sowas hier. Der kostet auch wesentlich weniger. Achso, ist bloß das obere Fahrgestell. Hat gehofft, wir können hier unten ein bisschen lackieren. Aber nee, man kann nur die Farbe oben ändern. Das will ja auch nicht lackiert werden. diese Dinger mache ich doch. Stahlwand. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Dann da auch einmal. So, jetzt mal wieder hier überlegt dran machen. Und hier kann ich wenigstens, genau, hier kann ich jetzt auch Stahlkisten reinmachen. Und nur so kleine Dinger? Are you kidding me? Ich meine, immer besser als gar nichts. Wobei ich schon fast sagen würde, die hier gefallen mir optisch auf jeden Fall besser. Und sind, glaube ich, auch realistischer, weil die meisten nutzen solche Dinger. Verchromt dann doch eher selten. Ja, kann man voll machen. Ne, hier habe ich richtige Trekkingreifen drauf, die für die Auflieger leider nicht. Ich meine, die sehen einigermaßen kuppisch aus. Ja, ich glaube, wir werden einfach bei den Standardreifen. Ich habe mit dem Auflieger können wir bestimmt schon eine Menge transportieren, ne? Da passt ordentlich was drauf. Leider kommen gekühlte Sachen so. Tja, wollen wir es denn so? Kaufen. Wo ist dann wieder unsere Heimatgarage? Das hier, ne? Ey, ich meine, wir könnten uns sogar noch den Dreier holen, ne? 300.000 Mal haben wir uns sogar noch frei. Wie gesagt, das wäre halt schon Unkosten, wo man sich dann schon gucken sollte, ob das wirklich auch Sinn macht, so. Weil das Problem ist, in Salt Lake City sind ja nur wir, oder? Nee, stimmt gar nicht. Also da sind ja auch die anderen. Da sind ja mehrere. Da können wir durchaus ein paar Auflieger freigeben. Ach, guck mal, mancher sitzt sogar in Benutzung gerade. Ah, stimmt, wir haben gar nicht alle freigegeben. Okay, der ist auch privat. Der ist auf jeden Fall, der bleibt natürlich auf jeden Fall privat. Hier könnten wir überlegen, ob wir den auch freigeben. Let's go. Und ich glaube, ich hole noch den anderen. Was jetzt? Auflieger-Händler. Leider müssen wir jetzt neu konfigurieren.
Dead Life. So, das war der Triple. Da wird getribbelt. Weil ich kenne hier fest, Alter, Leute. So. Da wollen wir mal schauen. Ist klar, gibt es uns einer. Kill-Off-Flieger. Isoliert. Ne. Auf jeden Fall Kill-Off-Flieger. Da kannst du die meisten Frachten transportieren. Macht Sinn. So. Ding. 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 Ich find's immer noch deprimiert, dass es hier keine Boxen oder sowas gibt. Naja, kannst du wenigstens überall so ein Ersatzrad dran. Dann ist es jetzt ein bisschen so aussieht, als wenn es Sinn machen könnte. So. Räder alle verchromt. So, und hier nehmen wir jetzt oder nehmen wir nicht doch vielleicht doch den hier? Die Frage ist halt, ist der besser als der oder sieht er nur besser aus als der? Leider stehen nicht die Leistungen dran. Oder ob sich das überhaupt auf die, also die Frage ist halt, ob sich das überhaupt auf unsere verfügbaren Ladungen auswirkt, so. Ja, ich nehme einfach mal die verkrumpften Dinger. So, auf der rechten Seite müssten wir jetzt auch nochmal die ganzen Räder ranschrauben. Ich meine, zwei Räder pro Rad macht zwar eigentlich kaum Sinn. Aber ich meine, hey, da haben wir insgesamt sechs Ersatzräder, ne? Wir können also bei dem gesamten Zugsystem hier bis zu sechs Reifen wegknallen. Wobei, ne, die vorderen sind, naja, obwohl doch, die haben den gleichen Durchmesser. Müsste also passen. Ich meine, klar, wir haben da natürlich ein anderes Profil, aber hey, besser ein anderes Profil als ein platter Reifen, ne? So, jetzt will ich ja nochmal gucken, hier unten. Ja, das passt gut, das war auch in Ordnung, das war auch in Ordnung und hier war das auch in Ordnung. Ja. Die sehen hässlich aus. Was ist hier los? Hm. Auf jeden Fall mache ich mal diese Standarddinger ran. So. So sieht es auf jeden Fall schon mal besser aus. Ja, viel besser. Digga, was ein krasses Lied gerade. Gut, bestätigen. Kaufen. Sehr geil. Jetzt haben wir gerade mehr als 100.000 Euro ausgegeben für zwei Auflieger. Holy motherfucking shit. Die Frage ist, wollen wir die jetzt gleich nutzen? Weil dann müssen wir die Auflieger erstmal abholen, ne? Bist du erstmal selbst bis Salt Lake City? Boah, das ist auch nochmal hier. Naja. Schwierige Frage. Oh Mann, Alter, wie einfach wieder schön komplett blank sind. Auflieger-Manager. Wie sehen jetzt nochmal andere Auflieger auf? Der hat Chromfelgen bereits, der hat auch Chromfelgen. Der hat da auch. Okay. Alle auf aktuellen Stand. Überall Chromfelgen. Bei amerikanischen Auflieger muss er einfach sein. A gehört dazu, weil jeder, der Privatauflieger hat, hat Chromfelgen. Oder nicht Chromfelgen, sondern hier polierte Aluminiumfelgen. Müsste es auch sein, ne? Ah ne, ist wirklich Chrom.
gesagt, normalerweise hat man in Amerika eigentlich Aluminiumfelgen, die man halt gut poliert hat. Außer man hat definitiv zu viel Geld. Aber so der typische Privatmann in Amerika haben in der Regel, wie gesagt, polierte Aluminiumfelgen und keine Chromfelgen. So, auflegen. Die Frage ist, nehmen wir uns jetzt schon einen von den beiden neuen oder wird das vielleicht umsonst gekauft? Ich meine, umsonst gekauft sowieso nicht, ne? Ist ja für unsere Mitarbeiter, die können ja nutzen. Aber ich würde schon gerne erstmal noch mit dem weiterfahren. Dann später können wir dann einen von den beiden nutzen. Vor allen Dingen den hier würde ich gerne mal nutzen. Ich schätze mal, da kriegen wir ordentlich Fracht mit transportiert. Aber wir bleiben erstmal bei dem hier, zumal wir den noch dran haben bei uns, so aktuell. Das heißt, wir müssen auch nicht zurückfahren. Und dann gucken wir mal, was wir eigentlich hier aktuell von unserer Position aus für Missionen haben. Oh. Ja, gut. Ja, nice. Wie sage ich da aktuell? Boah, 85. Hoho. Ey, neuer Spitzenreiter. Sonst immer war ja hier Dynamit das lukrativste. Alter Schwede, ey. Interessant. Ist natürlich auch wieder ganz so anders. Klingt also ehrlich gesagt nicht wirklich weiter. Aber das heißt, wenn das hier 85 ist, dann haben wir hier echt kaum gute Fracht, weil hier geht es erst mit 48 los. Trockenfrüchte. Ja, moin. Ey, dann würden wir sogar in unsere Richtung fahren. Könnten wir dann wirklich einen neuen Auflieger mitnehmen. Vor allem, die Strecken sind auch noch kaum gefahren, ne? Na gut, okay, doch, hier die Strecke schon. Ich würde tatsächlich trotzdem einfach mal machen. Hier waren wir schon lange nicht mehr in dem Gebiet. Let's go. Dann fahren wir uns unsere Heimat mit unserem Auflieger. Und dann nehmen wir von dort dann gleich eine von den beiden neuen Aufliegern. Das macht Sinn. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen einmal raus. Oh, die gute Brücke. Na, schauen wir, wenn wir wieder rausfahren, können wir gucken, ob wir von hier aus eine gute Position haben, um nochmal Foto zu schießen. Aber ja, von der Brücke haben wir schon echt mehr als genug Fotos. Und so gut sieht jetzt auch wieder nicht aus. Annehmen. So, wo müssen wir hin? Direkt hier vorne. Das ist natürlich traurig. Weil doch jetzt so eine Position ist, wo ich kaum was sehe. Na, sieht fast gut aus. Aua, ich hab doch gebremst.
Übrigens, rückwärts hinten drauf fahren ist in der Praxis überhaupt kein Problem, ne? Weil man hat nämlich hinten diese, zwischen den Rücklichtern sieht man das da. Da hat man extra dafür so eine Gummistopper. Damit du halt so lange rückwärts fahren kannst, bis du da aufgehen kommst. Ist also durchaus gängige Praxis. Nur halt frontal auf dem Zaun dazu zu fahren, das ist keine gängige Praxis. Ja, egal, passt so. Müssen die halt immer ein bisschen immer zum Auflieger springen. Naja. Mein Auflieger ist einfach zu lang. Nicht wundern. Ich habe mich hier gerade ein bisschen absichtlich schräg. So. In Hoffnung, dass ich hier vielleicht noch mal. Ungefähr. Ja, vielleicht sogar so. Ja, so können wir es machen. Das ist ein gutes Motiv nochmal. Ja. Muss reichen. Na dann, volle Fahrt. Aber ich fahre jetzt mal nur aufs Gelände raus, Rest machen wir nächste Folge. Gut, na dann. Naja, dein Floor ist Lava. Gut. Bis zur nächsten Folge, wenn wir dann quer durch die Pampa fahren.